herzlich willkommen zurück zu Lightning Returns. So, und wir suchen jetzt noch den letzten Mogri. Halten aber kurz die Zeit an. So, der kann ja nicht weit weg sein. So. Da ist ein Hund. Wer ist das? Hallo? Are you the Cole who owns the field? Who told you that name? Where'd you hear it? From Sarala at Canopus Farms. She told me that her father, Cole, left the village to collect fertilizer from the woods, but he didn't come back. And so you thought I was this fertilizer seeker? Is that what you're telling me? Hat das Stephanie Brille auf? You still haven't answered my question. Sure enough, but why should I give you something for nothing? I say we, you and I, engage in some give and take. You're not gonna answer me, are you? Not until you do something for me. The fact is, I am looking for fertilizer, which doesn't make me that coal fella mind. Anyway, it's a big job, and I could do with some help. Nah, it's simple enough work. Anyone can do it. I've already found the stuff. It just needs gathering. I've marked the locations with a shovel. All you have to do is dig the stuff up and bring it to me. Okay, wie viel willst du haben? Oh, ja, das haben wir anscheinend erleichtert. Also schon gemacht. Now tell me who you are. Of course. I'm a man of my word and I'll tell you what you want to know. You said you are looking for Sarala's father, a man called Cole? That's right, isn't it? Now listen carefully. The Cole you seek, well, the fact is he's already dead. He is? Yep, that's right. I was the one who found him. He was attacked by monsters. I ran to help, but by the time I reached him, it was too late. I was standing here pondering how I was going to break the news to Sarala when you came along with your questions. I feared if I told you what happened, you'd run straight off and tell Sarala. She has to be told sometime. Or will you keep it a secret? Of course not. I know I can't put it off forever as much as I'd like to. Now's the time. She needs to be told the truth. Plain and simple, with no sugarcoating. I think it'll be for the best. In the long run, leastways. For the best, huh? Tell me. When you say it would be for the best, do you mean it would be the best for Sarala? Or are you talking about yourself? What do you mean? Why, Sarala, of course. She's a strong girl. If you ask me, she'll do far better without her old man to burden her. Yep, she'll be able to move on, stand on her own feet, and live her own life. All right. Well, in that case, let me tell her. You'd really do that? I'd hate to drag a stranger into this. Maybe a stranger is exactly who she needs to hear it from. You might be right. Very well. I'll leave it in your capable hands. That fertilizer you collected, it was Cole who found it. So, why don't you take it to Sarala as a keepsake? Oh, and one more thing. Give her a message from Cole. You spoke to him? Yep, just before he died in my arms. The last thing he said was, dig next to the flower. You tell her that, in those exact words. It's a hard story to swallow. But at the very least, he really cares about Sarala and what happens to her. I'll go back to Canopus Farms and tell Sarala the news. I appreciate your help. It's a weight off my shoulders, let me tell you. Okay, dann müssen wir das wohl ihr irgendwann sagen. Nee, du gehst weg von mir. So, einen Mogri finden hier. Wird nicht einfach. Ach, Schnecken und Blümchen. Die kann ich erledigen. So. Jetzt zu dir noch, Schnecke. Stirb.
Ich bin vergiftet. Bleiben die auch erhalten, also die negativen Gegenstandsveränderungen? Anscheinend nicht. Gut. Ein weiterer Nachtpuls. Oh Gott. Mogri, wo bist du? Das ist ein Hund. Alter, ich sehe gar nichts. Falsche Taste, verdammt. Ach ja, Äffchen. Und Schnecken. So, tschüss. So, wunderbar. Weiter geht's. Da ist noch ein bisschen Dünger. Ich glaube, hier in diesem Abschnitt ist also kein Mogri. Oh Gott, das ist so ein Viech. Schnell weg. Gut, dann gehen wir mal aus diesem Abschnitt wieder raus, wenn hier kein Mogri ist. Dann suchen wir weiter vorne im Wald. Ah, toll. So, stirb. Schnell. Gott sei Dank. So. Oh, ein gelbes Zeichen. Könnte das etwa unser Mogri sein? Ja, das ist er. Gott sei Dank. Mogri! Ja, das weiß ich zufällig. Leave it to me. I'll get you home. Ja, hier jetzt Mogri doch zurück und melde dich beim Mugel. Okay, das Dorf ist wo nochmal? Ach ja, genau. Also da rauflaufen, da durch und... Okay. Eigentlich immer nur geradeaus. So, White Star, wo bist du? Da bist du. So, auf geht's nach da oben. Oh Gott. Diese scheiß Mistviecher überall. Lass mich in Ruhe. So, dann jetzt mal hier durchlaufen. Da gibt's noch ein bisschen Dünger. Boah, es sind genau die Art von Gegnern, wo ich jetzt nicht kämpfen möchte. Dann links rum, okay. Links rum. Gut. Pilz. Ah, Schnecken und Blümchen. So, stirb. Ah, komm schon. So, besiegt. So, kann man eigentlich das irgendwie einstellen, dass es vielleicht sofort rausgezoomt ist beim Kampf? So, wo war jetzt das? Fernsicht. Genau, da wollte ich es haben. Ah. So, schnell mal hier durch. Und dann nach da oben.
Hallo? They do exist and I've finally seen them. Real life moguls. Ja. And not just one, three of them at once. Well, they up and ran away in a flash. Ich glaube, die drei haben wir gerade gefunden. It's just like the old tales. Oh, I just want to take one home. Nee, das willst du nicht. Ach, das sind bestimmt die drei. Hallo. Ich kann mal wieder die Zeit anhalten. Fällt mir gerade auf. Ach, geh weg. So, das sind wir jetzt also. Muggeln. Sehr. Dank mir. Mockstar. So, Muggel. Apologize to your three friends here, and then make sure it doesn't happen again. If any more of your brothers go missing, you're gonna have to find them. From high up in the sky where I throw you. Got it? Please, not the sky, Kubo! Have mercy, Kubo! I'll not let my brothers go astray again, Kubo! I'll watch them with eagle eyes, Kubo! Gut, das haben wir erledigt. Maske und eine Retro-Mog-Maske. Und eine Seele. So, eine Nachricht von Lightning. Wie der Mogri, den ich in Valhalla dazu beauftragte, meine Schwester zu helfen, sind alle Mogris etwas seltsam. Sie können bis in den Himmel hinauffliegen und doch flattern sie immer dicht über dem Boden. Sie leben im Wald und verlaufen sich zwischen den Bäumen. Ich schickte drei dieser kleinen Kerle zurück nach Hause, indem ich sie über die Baumwipfel warf. Mogri-Weitwurf ist erstaunlich unterhaltsam. Angeblich hat Sarah Mog ebenfalls des Öfteren durch die Luft gewirbelt. Wenn sie zurückkommt, sollten wir zusammen eine Runde Mogri-Weitwurf spielen. Tja, das wird lustig. I'm sorry for the trouble I caused, Kubo. Tja. It was fun to fly in the sky, Kubo. I wanna go again. Ach, das ist kein Problem. Ja, den dreien hat es eigentlich ziemlich gefallen. So, kann ich mit denen da oben auch noch mal irgendwie reden oder so? Hallo, Moog. What's up, Kubo? Lightning, are you really going to go to that temple, Kubo? Ja, das haben wir schon geredet. Nothing, Kubo. Sometimes, that's why. I appreciate the. So, gut, das haben wir schon erledigt. Da ist eine Katze. Na gut, hier gibt es anscheinend nichts mehr. So. White Star, wo bist du? Wo ist der? Oh nein, unser Chocobo ist weggelaufen. Oh, da ist er ja. Hops.
So, wir gehen jetzt zurück zur Canopus-Siedlung. Da bringen wir erstmal die Nachricht von ihrem Vater. Und dann machen wir uns dorthin auf den Weg. Ja, wie gehen wir jetzt dahin? Ich glaube so rum, dann so und dann... Genau, so machen wir das. So, aber einmal können wir noch mal kurz die Zeit anhalten und dann wird es langsam eng. So, tschüss Mogris. Zwei Mogri-Seelen habe ich, das reicht ja zum Fortbestand der Mogris. Hui! Bin ich da richtig? Ja, da bin ich richtig, Gott sei Dank. Lauf! The village of Polta lies in the rocky foothills near the temple. You should talk to the villagers before venturing inside. Ja, das mache ich auch gleich. Na, komm schon. So, wunderbar. Light's life is the greatest treasure. So, wunderbar. Und weiter geht's. In diese Richtung. Hallo. Wow. Obwohl, gegen euch konnte ich kämpfen. Stirb. Zack und zack. So, stirb. Wow, was war das jetzt? So, wunderbar. Warte, da war doch irgendwas am Boden. Eine Mithril-Medaille. Eine Bronzemedaille und eine Schnecke. Und tschüss. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Ja, ich glaube, da hat jetzt etwas nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich wollte. Ah, verdammt. Das ist jetzt doof. What? Gut, wir müssen mal umdrehen. So, wo müssen wir jetzt genau hin? Da muss ich wohl den Umweg gehen. Also geradeaus runter. Oh Gott, nicht diese Baumviecher. So, die Zeit halten wir auch gleich wieder an. So. Schnell weg. Ach komm, du behinderte Kackschnecke, spinnst du? Ach Gott. So, jetzt. Hörst du auf? Das gibt's doch nicht. Danke, Chocobo, für die Heilung. So. This is the true meaning of power. Und weiter geht die Reise. Wow, Baumviech aus dem Weg. So, ich glaube, hier ist langsam der Ausgang von diesen Wäldern. Hups.
Das hat mich... Ach, du blöde Schnecke. Muss das jetzt sein? Komm schon her. Stirb! So, bin ich jetzt eigentlich mal aus diesen Wäldern draußen? Oh, was ist denn das? Eine Brustmedaille! Ah! Schnell weg! So, den nehmen wir uns natürlich noch schnell mit, diesen Nachtpilz. Oh nein, 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 nein. Gegen euch will ich nicht kämpfen. So, die Schatzkiste könnten wir uns auch dann mal holen, irgendwann mal. Oh, Puddinge. Und eine Blume. So, komm schon. Gehst du weg? So, Deval. Na, nicht ganz. So, besiegt. So, und jetzt bin ich auf dieser großen Wiese. Jetzt müsste ich doch eigentlich schnell dorthin kommen. Gut. Währenddessen kann ich noch ein paar Mond. Kommst du her? Du gibst viel RP. So, komm her. So, was ist deine Schwäche? Eis und Blitz. Wow. So, Elektrowalze. Das hat's auf mich abgesehen. Oh yeah. So, komm her. Ja, das war jetzt nicht so berauschend. So, komm schon, noch ein bisschen. So, komm schon. Oh yeah. Der gibt uns wieder ausreichend EP. Damit können wir wieder die Zeit anhalten. Und ein paar Mondseelenblumen sammeln. Das ist auch so ein scheiß Behemoth. Oh yeah, perfekt. Kommst du her? We can do this. So, Deval Deprotes. Und ein bisschen Eis, ein bisschen Blitz. So, komm schon. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir einigermaßen ATW-Punkte wieder haben. So, Krafthieb. Das war jetzt nicht so geil. So, komm schon, Lightning.
Danke, Chocobo. So, Eis. Und Krafthieb. Nochmal. So, wunderbar. So, und schon haben wir 5 Punkte. Das ist wunderbar. Ich teleportiere jetzt aber trotzdem nicht. Ach, komm her. Kommst du her? Den nehmen wir jetzt auch mit. Oh yeah. You want to be saved. A power greater than chaos. So, müssen ein bisschen ATB wieder sammeln. Eis. Oh, verdammt. Der hat uns erwischt. So, komm schon. So. Komplett 7 EP. Das ist ja ein Traum. Die möchte ich jetzt aber auch nicht unbedingt verschwenden. Die hebe ich mir lieber für die Zeitmanipulation auf. Oh Gott. Obwohl, weißt du was? P. Vitagor. So, und jetzt auf diesen Behemoth. We can do this. You wanna be safe. Na komm, greif an. Scheiße, zu spät. Ah, verdammt. Oh yeah, jetzt geht's auf. Na komm schon. Hau drauf, Lightning. Und Eis, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, hat nicht ganz gereicht. So, das war's mit dir. So, wunderbar. Schon wieder 7 EP voll. Die Dinger sind wirklich EP-Bomben. So, gegen euch brauche ich jetzt nicht kämpfen. Lasst mich in Ruhe. Ich sammle nur friedlich die Blumen ein. Geh weg von mir. Eps. Hui. So, da ist auch noch eine Blümlein. Oh, und Seelenblume. Perfekt. Und sofort wieder einfrieren. So, gute Frau, wo bist du? Oh, können die denn einfach mal 24 Stunden am Tag einfach wach sein? Hallo? By the way, I've been meaning to ask you, when you found the Angel of Valhalla, did anything unusual happen? I didn't hear the voice of the girl again, if that's what you mean. But I do remember a strange feeling coming over me, that I'd known the Chocobo before. It was odd. Is that so? Perhaps that feeling means that you are in fact the Chocobo's ordained master. I don't know, but it felt more like a memory from the past than any omen for the future. Like we'd been allies before, a long time ago. Allies in battle, you mean? I dare say that Chocobo could hold his own against any foe, big or small. Or perhaps you are a Chocobo yourself,
In some other time, you and he gambled across the open plains. But whatever the truth, you must care for him now. Ich bezweifle, dass Lightning mein Chocobo war. Your Chocobo is faster and more powerful than regular Chocobos, but he will grow stronger still. When he is fully recovered, that will be something to see. Oh, das möchte ich natürlich gerne sehen. So, Garrett. Everyone is very excited that you found the Angel of Valhalla. I want to thank you on behalf of Canopus Farms. Why would they be excited? According to your own legends, it's an evil omen. Aye, that's true enough. Some people even call it the harbinger of death. We don't fear it. We already know this world is about to be swallowed up by the chaos. But the thing is, when that happens, we believe that we'll be reunited with our loved ones who passed before. The end will be terrible, but there's hope on the other side. So that's the Wildlands religion. I don't know if I'd go so far as to call it a religion, but yeah, we don't follow the city folk beliefs. They think that a messenger from God called the Savior will appear out of nowhere. Then this Savior is going to take them to a new promised land. Now, I'm not one to judge other people's beliefs, but personally, it just sounds like wishful thinking. But then, I suppose the folk praying in the Order's churches don't put much stock in our beliefs either. That's fine with me. I've always said everyone's entitled to believe what they want. I just hope everyone gets what they're looking for in the end. And for us, that just means being with our families again. Tja, die Erlöserin steht vor dir. Are you enjoying village life? All kinds of folk end up out here. Some people left the city of their own accord. Different folk have different opinions about the white chocobo and... Ja. The vegetables they grow make perfect fodder for the chocobos. Natürlich haben sie jetzt gerade in diesem Moment wieder mal keins da. Supi. Da ist ja gar nichts mehr los mit der Uhrzeit. Hey there. Oh yeah. Was gibt's denn Schönes? Ja, nichts Besonderes. Safe travels. Hi. What do you need? So, hast du was Neues? Nö. Schade. Come back again soon. The Wildlands are dangerous at night. So, die Blümchen holen wir uns noch. Und dann würde ich mal sagen, ich speichere hier. Zack. Zack. Und dann beende ich mal die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier zurück. In den Wildlanden von Final Fantasy Returns. Lightning Returns. Also, bis dann Leute. Ciao.